Hallo Freunde des Überlebens Dings. Hier ist wieder Rolf Ziller mit einer Partie Rust. Ich bin immer noch auf dem Server, auf dem sich auch der gute Fischkopf und der gute Dalukat rumtreiben. Und dieser Server wurde heute Morgen in der Früh, so 5, 6 Uhr, wurde er gewiped. Das heißt, alle Häuser wurden platt gemacht. Das, was man kann, gelernt hat und in den Taschen hat, wurde aber verschont. Ich habe mir also alles zurechtgecraftet, die Taschen vollgepackt und mich versteckt, sodass ich heute Morgen direkt mir eine neue Bude gezimmert habe. Und hier waren eben ganz viele Rohstoffe, die sind jetzt weg. Das sollte mich eigentlich misstrauisch machen. Ich gehe mal auf den Bogen. Ich habe auch einige Waffen schon in meiner Kiste oben, aber ehrlich gesagt, wenn ich die alleine rumlaufe, möchte ich die jetzt noch nicht riskieren. Ich brauche unbedingt noch Rohstoffe für eine Repair Bench. Wenn ich die habe, werde ich meine eine Schrotflinte auf jeden Fall reparieren und dann gehe ich auch wieder mit Schrotflinte auf die Jagd. Aber ich habe heute auch schon Leute erwischt mit einem Bogen und da ist jemand. Verzieh dich! Angst. Der hatte auch nur einen Stein, meine ich, in der Hand gehabt. In die Richtung wollte ich auch gleich. Allerdings, der hat wahrscheinlich die Rohstoffe, die ich jetzt so schmerzlich vermisse. Schade. Das wären nämlich die Metal Fragments gewesen, die ich noch gebraucht hätte. Naja. Ich laufe ihm aber sowieso mal hinterher. Ich habe nicht viel dabei, also nicht viel zu verlieren, außer vielleicht dieses Medkit. Das ist eine Sau, die brauche ich jetzt mal nicht. Ich gehe wieder auf den Bogen. Müsste noch knapp über 30 Pfeile dabei haben. Ich habe mir wieder jetzt keine Uhr gestellt. Ich lasse das jetzt auch mit der Uhr. Für heute. Wenn er natürlich alles abbaut und ich ihn dann erwische, das wäre natürlich eine tolle Sache. Aber ist immer hier mit Risiko verbunden. Also es laufen hier Leute rum, auch jetzt schon wieder in Kevlar. Die hatten das natürlich vorher schon dabei. So, und da ist der Knilch doch, den ich suche. Wo ist er? Da ist er. Ich glaube nicht, dass er mich... Oh, es sind zwei. Ja, der versucht mich zu holen. Soll er probieren? Muss ich aufpassen. Leider dauert es immer ziemlich lange mit dem Bogen. Shit. Tja, hat ihm trotzdem nichts gebracht. Rolf ist einfach besser. Nehme auch mal den Stein mit, weil ich den weggeschmissen hatte und mir eben so eine Axt zerbrochen ist und da stand ich ohne alles da. Also manchmal ist so ein Stein gar nicht schlecht. Wow, da hatten wir wenigstens mal hier ein bisschen Minimal-Action. Nackte unter sich. Nackt unter Wilden. So, jetzt möchte ich gerne hier noch so ein bisschen Steine haben.
muss aber erstmal mir eine. Oh, oh. 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 Das war's. Aha. Gotcha. Ja, tatsächlich hat er mich gekriegt. Viel habe ich nicht dabei gehabt. Aber es läuft jemand von meiner Tür rum. Das ist nicht gut. Ich bewege mich jetzt mal wenig. Ja, ihr seht, ich habe schon ein bisschen was mir erbeutet. Das splitte ich jetzt mal auf. Ich nehme nicht so viel mit. Würde ich natürlich gerne wissen, ob dieses Früchtchen jetzt noch da ist. Obwohl, wisst ihr was? Das mache ich nicht. Davon habe ich ja zwei. Also nehme ich die. Macht Sinn. Brauche ich noch was? Bin mir nicht sicher. Ihr seht, ein bisschen was habe ich angesammelt. Ich würde jetzt ungern rausgehen, um dann direkt erschossen zu werden. Was aber eigentlich nicht passieren kann. Ihr seht, ich habe 3x3 gemacht. Die ganze Bude. Und man muss sich also durch mindestens 2 Türen sprengen. Und hier kommen halt überall noch Doorways hin. Jetzt gucke ich mich erstmal um. Nicht, dass hier noch einer steht. Die Seiten gerne noch absichern. Irgendwie, ich weiß noch nicht ganz wie. Vielleicht mit so Spike-Dingern. Mal gucken. So. Gehen wir mal andersrum. Ich hoffe, ich breche mir hier nichts. Nein. Ja, den habe ich natürlich nicht gesehen. Den habe ich natürlich gerade nicht gesehen. Mit dem Bogen ist es so eine Sache. Der ist eigentlich, wenn man zielen kann, ist der relativ cool. Allerdings dauert es halt arg lange, bis man den spannt. Und wenn jemand im Rücken mit einer richtigen Waffe ist, da hat man einfach nicht die Zeit, sich umzudrehen, den zu suchen und dann noch anzulegen. Da baut sich jemand was. Okay. So, da hinten ist der Hangar. Tut mir leid. Ihr könnt natürlich. Oh. 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 Wer schießt auf ihn? Ich bin mies. Aber ich glaube, einen habe ich erwischt, oder? Ich dachte, den habe ich erwischt. So ein Mist!
Wo sind sie? Da hinten läuft er. Und der zweite? Ihr seht, da hinten hat schon jemand was gebaut, was Großes. Ich hätte natürlich diese Waffe gerne, die ich da jetzt gehört habe, aber das ist sehr, sehr gefährlich gerade. Die ist nämlich besser als meine. Wo ist das Hundi? Das jetzt gut war, weiß ich nicht. Irgendwo ist der Wolf auch meine Versicherung gewesen. Hallo. Hallo. Ich lasse den jetzt liegen. Ich kann mir das jetzt nicht leisten, unvorsichtig zu sein hier. Ich muss mich auch erstmal an die Waffe gewöhnen. Der Schrot spielt es sich doch etwas anders. Ach, und ich dachte, ich habe ihn erwischt am Baum. Das ist jetzt sehr gefährlich, was ich mache. Was soll's? Ist ja Rust, ne? Und nicht hier, weiß ich nicht. Goat Simulator, der ja auch bald kommt. Oh, das ist nützlich. Pillen gegen die Verstrahlung. Da kann ich doch direkt mal hier ins Gebiet reingehen. Ein Bärchen tummelt sich da. Alleine. Kann man sich alleine tummeln? Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt wüsste, von wo die Schüsse kamen. Hier schräg dahinter, in dem Wäldchen zwischen diesem Haus und den Tanks, da sind eigentlich immer massig Rohstoffe. Gut. Ich fühle mich hier nie so wohl, hier in diesem Häuschen. Also, ich brauche eigentlich nur ein bisschen... Oh, Airdrop kommt. Das ist jetzt gar nicht mal so verkehrt, denn ich bin jetzt nicht mehr ganz am Rand, ein bisschen zentraler. Und ich habe eine Waffe. Warten wir mal ab. Vielleicht laufen noch alle hin und ich kann ein bisschen in Ruhe sammeln hier. Oh, da muss ich gleich mal gucken. Dachte ich, etwas gehört. So, ich muss erstmal ins Freie, um mal zu sehen, wo da was runtergekommen ist. Denn je nachdem, nicht, dass ich das unbedingt haben möchte, aber es gibt andere Leute, die das haben möchten. Da hinten war jemand mit Dingsbums. Da gehe ich mal hin. Das scheint ja Rohstoffe zu suchen. Ist das vielleicht der Kollege von eben? Ah!
Es ist Mr. Shelter. Gut zu wissen. Ich lasse es jetzt mal. Ich will ja wirklich nur die paar Metallstücke holen, die ich brauche. Und ich würde sagen, das schaffe ich in der nächsten Episode auf jeden Fall. Und dann gehen wir mal Spieler jagen. Würde ich sagen, der Action halber. Macht's gut, bis dahin.